So, kann ich hier reingucken? Hallo? Ah, geht doch. Aua. Sagt die mir jetzt auch vielleicht mal, wie ich hier rauskomme? Ich muss bestimmt hier so durch und da so rum und da durch und nö, da nicht. Eventuell aber hier hinten. Ja. Schön, ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Nö, da auch nicht. Da auch nicht. Hier, nö. Da. Da bin ich dann hier so rum und da durch. Und was ist hier hinten? Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und hier hinten auch nichts. I made a request of you. Why have you not sent the man down? Ja, mach doch. Guck nicht so giftig. Bestimmt komme ich hier irgendwo hin. Lüftungsschächte sind ja immer hilfreich. Ich möchte da hoch. Ja, ich komme hoch. So, hier lang. Und da hoch und auf. Hey, wo ist er denn? Hey, Kollege. Ja, wo ist er denn? Eieiei, wo ist er denn? Hey, Alter. Was soll denn jetzt der Scheiß? Wo bist du? Ich sag dir eins, Kollege, verarsch mich nicht. Wenn ich... Hier waren wir doch vorher auch noch nicht. Oder? Waren wir hier schon? Ja, da waren wir schon. Gut. Ach, da durch die Wand sind wir gekommen. Ach, geht doch mal alle aus dem Weg hier. Wo zum Henker ist der hin? Der ist doch nicht raus. Egal, wir machen vorher einen Quicksave und einen Fraps-Beruhigungscut. Sodele. Suchen wir den mal draußen. Wo ist der hin? Mann. Dass das Essen aber auch immer weglaufen muss. Das ist unglaublich. So. Hi. Hallo? Hallo. Selbst wenn er jetzt hier irgendwo auf der Straße stehen würde, würde ich ihn ja nicht erkennen, weil ich nicht mehr weiß, wie der aussieht. Ah. Gucken wir drin nochmal. So, der hat eigentlich... Na, hier gestanden. Na, geh doch da runter. Ja, geh doch halt. So, dann gehen wir halt mal Hallo sagen. Hier, Mann, ne, der ist Fujikato und so. Ja. Ja. Sigi. So, komm hoch hier. Na, trau dich. Also muss der ja noch irgendwo rumgammeln. Wenn wir den schon finden. Ja, so. Hier hätte er warten sollen. Hier ist er nicht drin. Das war der Eingang, Ausgang. Hier drin ist er nicht. Hier drin ist er auch nicht. Das ist das Treppenhaus. Gucken wir später. Nein. So, hier hinten. Egal, gucken wir erstmal hier im Treppenhaus. Oben. Bist du irgendwie hochgelaufen? Nein. Hey. Scheiß Rollstuhl, was soll denn die Kacke? So, bist du hier? Nö. Da unten durchquetschen brauche ich mich nicht, weil ich ja hier hinten abkürzen kann. Ha, und so. Wäre ich ja in dem Raum rausgekommen. Hier ist aber auch nicht. Kann ich irgendwas? Nö, kann ich nicht. Durch die Tür kommen wir nicht. Also hier drin. Nö, hier ist auch nicht. Wo ist denn der Spezi hin? Macht voll den Aufstand. Ah, hier, Angst und so. Und dann sagen wir, jo, mach dir keinen Kopf, wir klären das hier.
dann rennt der weg, der Spezi. Oder hat er schon gemerkt, dass wir den verarschen? Naja, egal, was soll's. Ich finde den schon. Na, geh doch da rein. Wenn hier nicht so viel Gerümpel auf dem Boden liegen würde, dann käme man auch mal vernünftig durch die ganzen Türen und alles. So, jetzt sind wir aber irgendwie wieder... Habe ich so den Verdacht hier unten. Ja, Chefin, der ist nirgends. Was soll das denn? Ja. Das weiß ich doch. Ja, das war... Dann werde ich den jetzt in der City irgendwo... Ja, ich hänge fest. Schön, dann suchen wir den jetzt halt in der City. Was soll's? So, steht denn da? Pisha, die fleischfressende Frau im Keller des verlassenen Krankenhauses will, dass sie den Fernsehreporter in ihr Versteck schicken. So kann sie ihn töten, denn er hat zu viel gesehen. Ja, ich muss immer noch mit Damsel, glaube ich, reden. Das kann man jetzt mal verbinden. Durch die Stadt gehen, den suchen und mit Damsel reden. Aber wie finde ich den Fernsehreporter? Wer bist du denn? Du läufst hier so wie ein Schrumm, kann ich mit dir reden? Nee, du siehst auch nicht aus. Naja, ist ja egal. Hallöchen. Popöchen. Egal. Ich suche immer noch einen Fernsehreporter. Wo kann ich den Fernsehreporter bitte finden? Ist das denn hier? Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Du bist auch kein Fernsehreporter. Der kann ja eigentlich nur... Ach, da kam ich nicht rein, genau. In so einem Hotel vielleicht noch hausen. Das könnte ich dann gleich noch überprüfen. Aber erstmal gehe ich ins Last Round und sage Damsel Bescheid. Die interessiert das ja alles mit Sicherheit. Hoffe ich zumindest. Ja, wenn nicht, geht es mir auch irgendwo vorbei. Ja, Nines ist immer noch weg. Der wird ja gejagt. Dann, hi. Ja, alle Pestträger sind tot. Du bist auch kein schlechter Kerl, Damsel. Eine Zicke, ja, aber eine anständige. Warte mal, was wäre, wenn ich die Schnauze von unserem Prinzen hier voll hätte und mich euch anschließen wollte? Ich spiele mit ihm, aber Nines hat mir den Weg gezeigt. Ich will hier bei euch Typen bleiben. You really want to help us out? Stay close to the core. Smooch's ass, play ball. Keep an eye on for us. If you hear anything spicy, you come talk to me. Don't advertise. For all you in that tower on now, you're still a worthless, boot-looking candy doo-doo. Alles klar, wird gemacht. Cool. With someone on the inside, ja, mit dem neuen kann man es ja machen. Den holen wir einfach für die ganze Drecksarbeit und ja, ja. So, Moment, wir suchen immer noch den Typen. Wir werden den jetzt weitersuchen. Ich möchte den jetzt finden. Hm, hm, hm.
Ich möchte ins, glaube ich, ins Empire Arms Hotel. Und da im Computer gucken. Da steht bestimmt irgendwas. Ja, hoffe ich zumindest. Hotel? Warum steht da Hotel? Hier ist doch nirgends ein Hotel, außer das hier, wo ich nicht rein. Ist doch egal. Und da ist der Regent. Dann. Was ist das hier eigentlich für ein Bulli? Was soll das denn? Hallo, hallo, hallo? Nicht gut. Oder ist der hier hinten irgendwo in der Ecke verkrochen? Nein, nicht ruckeln. Scheint nicht. Machen wir noch mal kurz einen Fraps Beruhigungscut. So, da ist der Prinz. Da wollen wir nicht rein. Das ist relativ uninteressant. Hier hinten ist er auch nicht. Aua. Ach, Mann, das ist doch Kaga. Bei dir kann ich aber mal eben die Sachen, die ich gefunden habe, verticken. Hi, nö, gut. Say now, brother. Seeing the kind of commando gear you been stocking up on, you ain't just using that stuff for keeping the neighbors away from your shit, is you? Tja, das geht dich einen Scheiß an. That's your business, okay? I just figured somebody with a shopping list like yours might be up for a little action, all right? Ich höre. Yo, I need a hardcore, massively bionic, two-fisted Yojimbo for a supersized skull. Straight up $100 million movie gangster. Still with me? Du hast meine Aufmerksamkeit. Here's what's going down. I got a tip that the Chinatown Tong and some local boys are meeting on top of a nearby parking garage to carry out a business deal. Now, I can't tell you what they is exchanging, but let's just say a certain client of mine is ready to drop some Uncle Sam-sized butts to acquire what's in briefcase number one. You get it for me, I'ma not only give you a cut, but I roll out my special stock as well. You know how that sound? Hört sich nach einem tollen Geschäft an. Für dich. Dafür will ich auch noch Rabatt auf das Zeug in deinem Laden. Oh, man, why you gotta shake me down like that? If I hadn't just got my foot out of cash, I'd do it myself. But, yeah, it's got to be that way. Fine. You got a discount. But only after I get the briefcase. Abgemacht. Ich mach's. Yeah, that's what I like to hear. Now, if you're the straight-out hard-boiled Terminator type, I'd suggest you buy some heavy firepower before you roll up to the parking garage. You need anything? Ach ja, dann zeig mal, was du hast. Ich bin zwar der Meinung, ich brauche nicht unbedingt so die Feuerkraft, weil ich habe da andere Möglichkeiten, aber ich glaube, diese Götze können wir gleich mit der alten tauschen, wenn ich diesen einen Typen endlich gefunden habe. 91 für den Ring, sehr schön. Das Buch, das ist... Dieses Buch erhöht ihre Finanzkenntnisse. Ist das jetzt schon wieder ein anderes Buch? Das ist ja jetzt mal interessant. Gut, dass wir das hier nochmal gerade durchgucken. Kann ich eigentlich den Arm verkaufen? Nö, den Arm will keiner haben. Meine Hände will bestimmt keiner haben. Nein, wir sammeln natürlich Waffen. Waffen ist ja schön, ist ja was Tolles. Ich finde, jeder sollte Waffen haben. So, es kostet jetzt nochmal der Anzug hier. 348, das eine Ding von ihm kostete 500. Wir sind bei... Dann hätten wir noch 510 über, wenn ich das richtig sehe. Ja, komm. Kaufen. Verlassen. Inventar. Kann ich jetzt irgendwie diese schwere Kleidung auch ausrüsten? Ah, ausrüsten. Ausrüsten. Verlassen. Mal die Außen an. Oh. Ja, schick, der Herr Geschäftsmann.
Wir sehen so langsam aus wie der Prinz. Naja, ist egal.